Ich bin Feinwerkmechaniker, Meister und das feine Tüfteln habe ich gelernt und das liegt mir auch ganz gut. Also das macht mir Spaß. Die drei, gell? Um die ganzen Vorrichtungen zu bauen, ist es auch von Vorteil, kein Schreiner zu sein, sondern Metaller. Und man kann sich da einfach reindenken und mittlerweile bin ich auch schon genauso Schreiner wie Feinwerkmechaniker. Ich selber im Vergleich zu so einem Baum bin viel kleiner, viel schmächtiger und der wächst über hunderte von Jahren. Meine Begeisterung, die Betten zu bauen, liegt eigentlich darin, einfach was Besonderes zu machen. Also es gibt halt so viele Sachen, die alle irgendwo ähnlich sind und das Bett hebt sich schon von allen anderen ab. Das Holz ist ja einfach ein besonders schöner Werkstoff, eigentlich einer der wenigen Werkstoffe, die CO2 einsparen in der Produktion. Wir fällen unser Holz möglichst hier in der Gegend und lassen es auch direkt aufsägen. Dann liegt es 2-3 Jahre zum Trocknen. Dann wird das Holz zugesägt und verleimt. Und zum Schluss fräse ich dann die Konturen raus mit einer Schablone. Kopf- und Fußteile, die werden aus Sperrholz hergestellt. Die kommen in eine spezielle Furnierpresse. Und dadurch kriege ich dann die Rundung hin. Der Produktion von so einem Bett, da fängt sie wirklich im Wald an mit einer ganz groben Arbeit und jedem Arbeitsschritt wird es immer filigraner, detaillierter, feiner und präziser. Also von den mechanischen Eigenschaften her ist die Eiche und die Esche einfach mit eins der wertvollsten Hölzer, die bei uns hier wachsen. Das größte Erfolgsgefühl hat man, wenn man das Bett dann bei der Kundschaft aufbaut und die dann einfach zufrieden sind.